Darf ich anfangen? Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Guten Morgen! Guten Morgen online. Schön, dass ihr da seid. Wir dürfen jetzt anfangen. Ich freue mich über jeden, der da ist. Und wir wollen jetzt vorher noch schnell für die Kinder beten. Die fangen ja schon an, die kleinen Kinder. Die Schulkinder gehen nach dem Lobpreis. Herr, ich danke dir, dass du ihnen auch dienst, Herr, dass wir starke Kämpfer bekommen für dein Reich, Herr. Unsere Erben, unsere Nachkommen, Herr, sollen gegründet sein in deinem Wort, Herr, in deinem Geist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir die Gelegenheit haben und dass du dort hilfst, Herr, dass sie gestärkt werden, auferbaut werden in dir als deine Jünger. Amen. So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Bibel sagt in den Samen, alles, was Odem hat, so dem Herrn loben. Ja, Jesus, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du heute Morgen in unsere Lobpreis und unsere Anbetung eintrittst, während wir deinen Namen in die Höhe erheben. Amen. Lass uns aufstehen und unserem Gott alle Ehre geben. Amen. Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke, sei dir dem ewigen Gott. Kommt alle Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Jeder Mund auf jeden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir in Ehrfurcht. Du bist hoch erhoben, o Herr, und dein Königreich wird niemals vergehen, o ewiger Gott. Lobpreis und Ehre, Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke, sei dir dem ewigen Gott. Kommt all ihr Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Jedes Mund auf Erden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, o Herr, und dein Königreich wird niemals vergehen, o ewiger Gott. Für immer gehört dir die Königreich, singet unserem ewigen Gott. Denn niemand und nichts kommt dir jemals gleich, singet unserem ewigen Gott. Für immer gehört dir das Königreich, singet unserem ewigen Gott. Denn niemand und nichts kommt dir jemals gleich, singet unserem ewigen Gott. Jeder Mund auf Erden bekennt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir in Ehrfurcht. Du bist hoch erhoben, o Herr. Niemals vergehen, o ewiger Gott. Oh, Halleluja, preist den Herrn. Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Licht das Dunkel erhält.
mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Sing ich dir, denn du bist mein Gott. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Du schenkst Leben, Gott. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Danke, Herr. Danke, Vater, dass du uns eingeladen hast, durch das Blut Jesus mütig zu deinem Thron der Gnade zu kommen und dass wir das Vertrauen
und die Kühnheit haben können, dass du uns nicht abweisen wirst, sondern dass du uns tatsächlich einlädst und uns durch deinen Heiligen Geist willkommen heißt. Ziehe uns näher zu dir, damit wir deine Gegenwart immer mehr in unserem Leben spüren und uns an den Sieg erinnern, den wir durch Christus haben. Amen. Ich denke zurück an Golgatha, wo Jesus Blut und Leben gab, sie seine Wunden durch die Hand, mein Retter dort am Kreuz starb. Tränen hoch, mit Blut getränkt, in Josefs Grab wird er gelegt, die Tür versperrt mit schwerem Stein. Sie es ist nur Gelobt sei den Namen Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Da будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Amen. Rest in Heaven. Lass uns preisen den Namen Gottes. Oh, preis den Namen von Gott im Herrn. Oh, preis den Namen ewiglich. Für alle Zeit singen wir zu dir. Oh, Herr, mein Gott. Oh,
dass wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Los. Da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, würde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zu Griebe dort im Stall. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott dir Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Um Verlorene zu versöhnen, um dein Reich zu offenbaren, um die Schöpfung zu erlösen, lehntest du das Kreuz nicht ab. Trotz deines schweren Leiden sahst du, was danach geschah. Wusstest du, was unsere Rettung, als du uns retten starbst. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott dir Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Hast du morgen auferstanden, hielt die Welt den Atem an, denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Graben, Engel sahen staunen zu. Wer auf immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit aus der Schriften, sie besteht jedem Kamm. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus lieb. Preis den Vater, preis den Sohn, God's righteousness revealed. The Son of God, the Son of Man, His kingdom comes. Jesus.
redemption sacrifice. Now glorified, now justified, his kingdom comes, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's king has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness of God's love, the grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, glorified, now justified, his kingdom comes, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty this kingdom's king has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Chorus, I'm out. And this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's king has come, and this kingdom's reign, and his kingdom's rule, and his kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness Halleluja, Jesus ist so gut, wir können so verliebt sein in ihn. Jesus, du bist unsere Liebe, du gibst uns so viel Liebe und du bist so herrlich, was du gemacht hast für uns. Wir danken dir, Herr. Und wir danken dir auch, dass die Kinder das jetzt miterleben, im kleinen und im großen Kindergottesdienst. Sie können mit der Lena und mit dem Juri jetzt in den Kindergottesdienst gehen.
Und ich wollte noch einen Eindruck mitteilen. In Jesaja 8, Vers 5 bis 6 heißt es, da redet der Herr zu Jesaja: Weil dieses Volk die Wasser von Siloa verworfen haben, die still dahin fließen und Freude hat an Rezin und am Sohn des Remalia. Und es ist mir aufgefallen, weil diese Wasser von Siloa, die werden gespeist von einer Gihornquelle. Und den Teig von Siloa kennen wir ja auch. Jesus hat da den Blinden hingesandt, dass er hat ihm Matsch auf die Augen geschmiert und er hat ihn gesandt an den Teich Siloa und er ist sehend geworden. Und manchmal, und hier sagt Gott zu dem Volk eben, sie haben praktisch diese Quelle verworfen, und es ist ja auch ein Wortspiel, dass sie dieses stillfließende Wasser verworfen haben und selber dahin schmelzen oder vor diesem fremden König und was der alles Tolles hat. Und manchmal ist es bei uns auch, dass wir diese stille, leise Stimme vom Herrn verwerfen und da nicht genau aufpassen oder nicht trinken aus dieser stillen Quelle, zu der der Herr uns hingeführt hat. Oder wie im Psalm 23, Vers 2 heißt es, dass der Herr ist mein Hirte, du führst mich zu stillen Wassern. Dass wir die manchmal nicht trinken und nicht manchmal verwerfen und noch nicht drauf hören, auf diese stille, leise Stimme. Bei Elia war der Herr eben nicht in dem Getöse und in dem starken Wind, sondern in dem leisen Säuseln. Und darin war der Herr. Und dass wir das manchmal verwerfen und so groß andere Sachen toll finden einfach oder uns eine gewisse Vorstellung haben, wie Gott zu uns reden müsste oder so. Ne? Aber wir wollen auf diese stille, leise Quelle hören und daraus trinken, aus diesem dahinfließenden, frischen Wasser. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben hineinquillt. Und da wollen wir durstig und hungrig sein danach. Ja, Jesus, wir kommen zu dir her, halten mal kurz inne und regeln das mit dem Herrn, wenn da irgendwie was zu regeln ist. Oder danke, Herr. Amen. Jetzt habe ich noch ein paar andere Ansagen. Und zwar müssen nach dem Gottesdienst die Stühle gestapelt werden und an die Seiten gestellt werden. Und nächsten Sonntag um 9.15 Uhr brauche ich auch bitte Leute, die die Stühle wieder aufstellen können. Und wenn ihr bitte drauf, also heute nach dem Gottesdienst dann helft. Und auch bitte meldet sich jemand, der dann nächsten Sonntag da sein kann, der das wieder aufstellt. Das wäre lieb. Dann haben wir am 4.3. den Mitarbeitertag, und wenn du irgendwas für die Gemeinde getan hast, bist du herzlich eingeladen, auch wenn du jetzt keine besondere Einladung bekommen hast, weil wir haben bestimmt jemanden vergessen, und wir wollen natürlich gucken, dass wir allen Bescheid gesagt haben, aber es kann gut sein, dass wir wen vergessen haben, aber du kannst dich trotzdem anmelden, wenn du weißt, ich habe für die Gemeinde auch was gemacht, und wir wollen da eine schöne Zeit miteinander haben, zusammen was essen. Und da bist du herzlich eingeladen eben. Müsstest dich aber anmelden am 4.3. Und also gleichzeitig ist leider in der landeskirchlichen Gemeinde ein kostbarer Ehetrainingstag. Den will ich auch jedem wärmstens empfehlen, seine Ehe immer in seine Ehe zu investieren. Also habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr dann doch dahin geht und mal Zeit miteinander verbringt. So, und diese Woche, am Samstag, kommende Woche, haben wir jetzt, wir haben die Straßenevangelisation verschieben müssen aus mehreren Gründen. Und die ist jetzt, also diesen Samstag, toll, dann kannst du dabei sein, hast du noch mal eine Chance dabei zu sein. Also am Schillerplatz, 15 bis 17 Uhr, mit Lobpreis, du kannst mitsingen oder kannst die Leute ansprechen, sei ganz frei, einfach jeder, der auf dem Herzen hat, dass das Wort Gottes verbreitet wird, ist herzlich eingeladen.
Dann wollte ich noch mal hinweisen auf dieses For Africa. Das ist eine sehr günstige Unterstützung für Kinder für ein Jahr lang Essen und Schule für nur 84 Euro einmalig im Jahr. Also ist doch super, ne? So, jetzt komme ich noch zum Opfer. Hinten an den Ausgängen sind Opferkörbe. Wenn ihr auf dem Herzen habt, was zu geben, seid ihr eingeladen, da was reinzugeben. Und wenn ihr so einen Spendenumschlag mit Adresse ausfüllt, bekommt ihr auch in einem Jahr dann eine Spendenquittung für das Finanzamt zugeschickt, wodurch eure Steuern reduziert werden. Herr, ich danke dir, dass wir diese Gelegenheit haben, Herr. Ich danke dir, dass wir Gelegenheit haben, auch in dein Reich zu investieren. Und dass du dein Reich und deine Gemeinde versorgst und dass auch dein Wille ist, dass jeder Einzelne reichlich versorgt ist, dass er genug hat für sich selber und genug zum Geben, Herr. Danke dir. Amen. Später machen wir dann noch das Abendmahl und jetzt möchte ich uns den Markus nach vorne bitten, der so lieb war, eine Botschaft für uns vorzubereiten. Herr, ich danke dir für den Markus und ich danke dir, dass du mit ihm bist, dein Heiliger Geist, dass er auf ihm ist, Herr, dass du uns lehrst und ermahnst und ermutigst durch ihn jetzt. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag mal, schön, dass du da bist, falls du es nicht gehört hast. Ihr Lieben, ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die wollte ich eigentlich am 18.12.22 predigen. Da bin ich krank gewesen, danach waren die Kinder krank, dann die Johanna, dann wieder ich und das hat sich wochenlang hin und her gezogen. War eine nervige Zeit, wir haben es Gott sei Dank überlebt, aber es war nervig. Hey, von daher, ich möchte am Anfang eine Frage stellen und versuche dich mal ein bisschen in den November und in den Dezember und in Januar zurückzuerinnern. Es wurde früher dunkel. Gibt es hier jemanden, der gerne in der Weihnachtszeit spazieren gegangen ist? In der dunklen Abendstunden. Abends? Ja, ein paar Hände gehen hoch. Ist euch da was aufgefallen? Man ist alleine? Das Licht, ganz genau. Das Licht. Es gibt oder es gab in der Weihnachtszeit in Deutschland ein paar Häuser, die waren schön geschmückt. Die Häuser haben geleuchtet. Nicht alle Häuser, aber immer mal wieder ein paar Häuser. Die Johanna hat mir im Dezember ein Video gezeigt. Eine Freundin von ihr ist in Amerika gewesen und sie hat ein Video gemacht, wie ganze Straßenzüge von Häusern geleuchtet haben. Also ich glaube, wäre man im All gewesen, das hätte man von oben sehen können, das war ein Blinkblank, da haben sich die Häuser überboten, welches Haus am schönsten leuchtet. Bei uns in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger. Wir in Deutschland hatten ja die Diskussion bezüglich Energie, Blackout, Strompreise schießen in die Höhe. Und die Leute haben sich andere Gedanken gemacht, anstatt wie man Häuser schmückt. Es wurde vielleicht überlegt, wie man sich gegen einen Blackout vorsichern kann, wie man Speichermöglichkeiten anschaffen kann. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema, darüber mal zu predigen. Nicht über einen Blackout, der vielleicht Auswirkungen für eine Gesellschaft hat, sondern über einen Blackout, den wir als Christen haben können. Was passiert, wenn wir als Christen, du und ich, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, einen Blackout haben. Und da möchte ich mit uns ein paar Beispiele in der Bibel anschauen, weil in der biblischen Geschichte gab es immer wieder Blackouts. Und das ist noch viel schlimmer als ein Blackout, der vielleicht auftreten könnte, wenn wir Christen einen Blackout haben.
Daher habe ich meiner Predigt die Überschrift gegeben: In der Dunkelheit bist du das Licht. In der Dunkelheit bist du das Licht. Und ich möchte mit euch eine Schriftstelle anschauen. Zuerst, die finden wir in Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich möchte heute ganz gezielt darüber sprechen, wenn du Christ bist und Jesus Christus in deinem Leben angenommen hast, dann bist du automatisch Licht. Automatisch. Ich habe hier im Matthäus-Evangelium nicht gelesen, dass Jesus gesagt hat, es wäre schön, wenn du ein Licht wärst. Es wäre schön, wenn du ein Licht in deinem Leben sein könntest. Ich habe auch nicht gelesen, dass Jesus gesagt hat, du kannst es dir heraussuchen, wie ein Lichtschalter, dass du mal tagsüber aus bist und nachts an. Jesus hat gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann bist du automatisch Licht. Meine Lieben, und das hat Auswirkungen, ob du es willst oder nicht. Dein und mein Leben sollte sich von dem anderen Menschen unterscheiden auf eine positive und geistlich erhellende Art und Weise. Echter Glaube an unseren Herrn Jesus Christus lässt sich nicht verstecken. Das ist kein Versteckspiel wie das bekannte Katz-und-Maus-Spiel. Echter Glaube an Jesus Christus ist sichtbar. Wir leben in einer Welt, wo viele Menschen nach Hoffnung suchen, nach Sinn. Unterscheidet sich dein und mein Leben von dem Lebensstil der anderen Menschen? Sei es auf der Schule, auf der Arbeit, in deinem Studium, dort, wo du bist. Mein Mentor sagt immer zu mir, das Leben von uns Christen muss anders sein. Wenn man deinen Arbeitskollegen fragen würde, deinen Schulkollegen, deinen Lehrer oder deinen Chef, wenn man den fragen würde, was würden sie über dich oder über mich sagen? Vielleicht würden sie über dich sagen und über mich, ja, ist eine coole Socke auf der Arbeit oder in der Schule, mit denen kann man echt Pferde stehlen, mit denen kann man echt Spaß haben, man kann mit denen machen, was man will, aber würden sie wirklich zu dir sagen oder zu mir sagen, hey, er macht einen Unterschied. Mache ich, machst du, machen wir einen Unterschied. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir es uns als Christen nicht heraussuchen können, ob wir ein Licht sein können. Und ich möchte mit uns eine Schriftstelle in der Offenbarung anschauen. Offenbarung 3, die Verse 15. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wärst du doch kalt oder warm? Nun aber, da du lau bist, weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich, ich bin wohlhabend und ich habe nichts nötig und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Dieser Brief ist an die Gemeinde in Laodicea gerichtet. In Laodicea gab es damals eine sehr große Textilindustrie. Die Stadt war ein sehr großes Geschäftszentrum und den Menschen ging es da richtig gut. In der Stadt gab es Wohlstand, weil die Textilindustrie damals sehr viel Arbeit dahin gebracht hat. Und interessanterweise sagt Jesus zu der Gemeinde, dass die Gemeinde erbärmlich ist, dass die Gemeinde lauwarm geworden ist. Die Gemeinde in Laodicea war eine lauwarme Gemeinde. Und Jesus sagt, in meinem Reich ist für sowas Lauwarmes gar kein Platz. Die Gemeinde ist träge geworden, es herrschte Teilnahmslosigkeit.
es wurden falsche Kompromisse eingegangen und es wurden weltliche Maßstäbe und Verhaltensweise angenommen. Und das Interessante ist, wenn man sich den Vers 17 anschaut, sagt Jesus zu der Gemeinde, du sagst, ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig und merkst nicht, dass du gerade elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Interessanterweise sind das echt große Kontraste. Laodicea war eine sehr wohlhabende Stadt, es war eine reiche Stadt und Jesus sagt zu den Christen, zu der Gemeinde, ihr seid arm. In der Stadt gab es eine große Textilindustrie und Jesus sagt zu den Christen, ihr seid nackt. In der Stadt gab es auch nicht nur eine große Textilindustrie, sondern es wurde auch eine bekannte Augensalbe produziert. Und Jesus sagt zu der Gemeinde, ihr seid blind. Was für Kontraste in einer Stadt, wo Christen gelebt haben. Und auch wir leben heute in einem sehr reichen Land. Uns geht es gut, wir haben alles. Wir haben die beste medizinische Versorgung. Wir haben Arbeitsplätze ohne Ende. Wir können heute überall uns Informationen einholen. Wir müssen aufpassen, und das sage ich nicht, und ich habe auch gestern mit René gesprochen, wenn ich predige, dann predige ich auch zu mir. Es ist, wenn ich wir sage oder ihr, es geht auch viel mehr um mich. Wir müssen als Christen aufpassen, dass uns der Wohlstand vielleicht nicht wie uns einnimmt und wir uns auf einen Wohlstand verlassen, anstatt auf Gott. Das haben die Israeliten gemacht. Und darum möchte ich mit euch aus dem Neuen Testament ins Alte Testament switchen. Das Volk Israel. Eine harte Zeit zuerst in der Sklaverei in Ägypten. Und auf einmal trat Mose auf. Mose und Aaron gehen zum Pharao und sagen, lass mein Volk ziehen. Und was macht der Pharao? Er steht auf und klatscht und sagt, endlich, endlich gehen die Israeliten weg. Macht er das? Okay, steht doch nicht in der Bibel. Er wehrt sich. Er wehrt sich, später schon. Es gibt kein Standing Ovation dafür, dass die Israeliten aus der Sklaverei wollen. Und auf einmal passiert was. Es kommen Plagen. Frösche, Heuschrecken, Hagel, Finsternis. Das Land Ägypten wird komplett verwüstet. Und irgendwann sagt der Pharao, okay, ihr dürft gehen. Und wisst ihr was sehr interessant ist? Zum Beispiel, als der Hagel kam, wurde das ganze Land Ägypten verwüstet. Außer da, wo die Israeliten waren. Da kam der Hagel nicht hin. Oder es herrschte Finsternis, 3 Tage, dass man nicht rausgehen konnte. In ganz Ägypten. Wo herrschte keine Finsternis? Da, wo die Israeliten waren, war es hell. Sprich, in dieser Zeit zeigt Gott den Israeliten, hey, in einer dunklen Umgebung um euch herum, wo es finster ist, könnt ihr als Licht strahlen, weil ich mit euch bin. Und Gott verspricht den Israeliten ein neues Land. Ein Land, wo Milch und Honig buchstäblich fließen. Also sprich, ein Land, wo es denen gut geht. Ein eigenes Land. Aber wieso wählte Gott sich eigentlich genau dieses Volk aus? Und wir finden im 5. Mose eine Antwort. 5. Mose 7, Verse 6, ab Vers 6. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, geweiht ist. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk. Nicht, weil ihr zahlreicher wärt als alle anderen Völker, hat sich der Herr euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Kleinste von allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren Vorfahren geschworen hatte. Wir finden hier ein paar Punkte, warum sich Gott das Volk Israel herausgesucht hat. Nicht wegen der Mannschaftsstärke, nicht weil sie zahlenmäßig überlegen waren. Nein, das Volk Israel sollte ein abgesondertes Volk für Gott sein.
Gott hat sich an seinen Eid erinnert, die er die Vorfahren gegeben hat und hat gesagt, ich halte mich daran. Und in der dunkelsten Stunde von Israel, in der Sklaverei, führt Gott die Israeliten aus der Sklaverei heraus und wird sie in ein verheißenes Land führen. Hier fängt es an, dass Gott zu den Israeliten sagt, du bist was Besonderes. Du gehörst zu mir. Du bist für mich abgesondert. Meine Lieben, wenn du zu Jesus Christus gehörst, Ja gesagt hast, dann bist auch du für Jesus Christus abgesondert. Du gehörst zu ihm. Du gehörst zu seinem Reich. Und es kann sein, dass du und ich, dass auch wir zahlenmäßig in dieser Welt in der Unterzahl sind, dass nicht jeder klatschen wird oder Applaus klatschen wird, wenn du kommst und sagst, dass du Christ bist. Vielleicht werden das deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarn gar nicht verstehen, dass du Christ geworden bist. Wir haben circa um die 8 Milliarden Menschen. Wie viele folgen Jesus Christus wirklich nach? Und ich möchte mal mit uns Matthäus 7, 13 bis 14 lesen. Tretet ein durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breiter Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Könnt ihr mal das eine Bild aufmachen, welches ging das oder hat es funktioniert? Es gibt ein ganz bekanntes Bild, das zu dem breiten Weg und den schmalen Weg künstlerisch sehr gut, finde ich, darstellt. Ich lasse das ein bisschen da stehen. Der Weg in die Ewigkeit ist schmal. Das reicht für einen lauwarmen Christen nicht. Wir finden in der Bibel nicht einen Vers, das in der Bibel steht, dass es auf dem schmalen Weg einen kilometerlangen Stau gibt, weil jeder diesen schmalen Weg benutzen möchte. Vielmehr sehen wir in der Bibel, dass die meisten Menschen den breiten Weg nutzen wollen. Der breite Weg, der viele Möglichkeiten, viel Vergnügen und Ablenkungen bietet. Ja, der breite Weg, der ist ein einfacher Weg. Und vielmehr, wie traurig ist es, dass eigentlich viele Menschen den breiten Weg gehen und nicht den schmalen Weg, der in das Leben führt. Und nur wenige nutzen diesen Weg. Jesus nachzufolgen, kostet was. Und ich will diesen schmalen Weg gehen, auch wenn es eine Herausforderung ist. Und ich möchte dir und mir heute zurufen, bleib auf diesem schmalen Weg. Lass dich nicht von links oder rechts ablenken. Bleib auf diesem schmalen Weg. Lasst uns prüfen, ob wir wirklich auf diesem schmalen Weg sind. Wisst ihr was, wir sagen oft, Gott kennt alle Menschen. Wenn wir uns das Gleichnis von den 10 Jungfrauen anschauen, dann sagt der Herr zu den 5 Jungfrauen, ich kenne euch nicht. Irgendwann gibt es ein zu spät. Wir können das Bild gerne wieder wegnehmen, weil das Volk Israel sollte genau auf diesem schmalen Weg gehen. Und Gott gibt dem Volk Anweisungen. Gott sagt zum Beispiel, vertreibt die anderen Nationen. Warum sagt Gott sowas? Warum soll das Volk Israel die anderen Nationen vertreiben? In den anderen Nationen herrschten schlimme Praktiken. Götzendienst wurde durchgeführt. Komische spirituelle Praktiken wurden realisiert. Und schau mal in 5. Mose rein, was da alles noch passiert ist in dieser Zeit. Und Gott gibt noch weitere Anweisungen. Zum Beispiel sollen die Israeliten nicht andere Bündnisse mit den anderen Nationen eingehen. Ein weiterer Punkt ist, Gott sagt, heiratet nicht andere Personen aus den anderen Völkern. All diese Anweisungen aus einem einfachen Grund. 5. Mose 7, Vers 4.
denn sie würden deine Söhne dazu verleiten, dem Herrn nicht mehr zu folgen und anderen Göttern zu dienen. Gott gab die Israeliten diese Anweisung, weil er wusste, wenn sie die anderen Verhaltensweisen annehmen, verlieren sie Gott aus den Augen und laufen andere Götter hinterher. Und dann sagt Gott zu den Israeliten auch noch etwas. Hey, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, vergisst mich nicht, vergisst Gott nicht. Wenn ihr das in das Land kommt, wo es alles gibt, wo es ressourcenreiche Quellen gibt, wo es ein ressourcenreiches Land gibt, wo es euch gut gehen wird, vergisst Gott nicht. Und was entdecken wir? Gott führt die Israeliten auf eine großartige Art und Weise aus der Sklaverei heraus. Die Israeliten sehen Gottes mächtiges Wirken und Handeln. Und was passiert? Sie fingen an, den Zeitgeist der anderen Nationen zu kopieren. Die Israeliten forderten zuerst einen König, obwohl Gott ihr König sein wollte. Und dann sollten sie auch leuchten, aber sie vergaßen Gott. Meine Lieben, wie schnell kann man Gott vergessen, wenn man Gottes mächtiges Wirken und Handeln erlebt hat? Die Israeliten gingen Bündnisse mit den anderen Nationen ein. Sie fingen an, andere Götter nachzueifern. Und sie fingen auch an, Altäre aufzustellen. Letztendlich gingen sie Ehen mit den anderen Nationen ein. Und schließlich kam es zu einem traurigen Ende. Das Volk, welches leuchten sollte und somit das Reich Gottes repräsentieren sollte, kapitulierte. Der König Salomo starb und es kam zu einem inneren Konflikt innerhalb von Israel. Es gab das Königreich Juda und das Nordreich Israel. Und diese zwei Reiche entwickelten sich unterschiedlich. Das Nordreich Israel vergaß schnell Gott und handelte sehr wie die anderen Nationen. Das Königreich Juda hatte immer mal wieder treue Nachfolger Gottes und folgte auch teilweise noch Gottes Gebote nach. Aber auch das Königreich Juda hatte seine Probleme und seine Konflikte. Und es entwickelte sich immer mehr dazu, dass auch das Königreich Juda schreckliche Taten vollbrachte. Und dann passierte etwas, was nicht passieren sollte. Das Volk Israel, welches aus der Sklaverei herausgeführt wurde, erlebte ein Déjà-vu. Es wurde wieder in die Verbannung, wieder in die Gefangenschaft geführt. Hey, das leuchtende Volk, welches leuchten sollte, auf einmal wurde es wieder finster für das Volk Israel. Es herrschte Dunkelheit über diese Nation. Die Gefangenschaft war ein finsteres Kapitel. Und in einer dieser schwierigsten Stunden vom Volk Israel tretet ein Prophet auf. Der Prophet Jesaja im Königreich Juda. Und der Prophet Jesaja lebt in einer Zeit von 4 verschiedenen Königen im Königreich Juda. Und er fasst den Zustand der damaligen Nation zusammen. Jesaja 8, 22 bis 23. Aber sie, Not und Finsternis, kein Licht schimmert in der Bedrängnis und ins Dunkel ist man gestoßen, denn kein Licht schimmert für den, der in Drangsal ist. Könnt ihr euch noch an die Sklaverei in Ägypten erinnern? Sprich, das Land Ägypten wurde verwüstet. Hagel, bei den Israeliten gab es kein Hagel. Es wurde finster, bei den Israeliten war es hell. Und Jesaja sagt auf einmal zu den Israeliten, kein Licht schimmert für den, der in Drangsal ist. Jesaja fasst hier einen Zustand zusammen, einen Zustand vom Volk Israel. Aber das Schöne ist auch, dass Jesaja was in die Zukunft spricht. Jesaja spricht in Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis geht,
hat ein großes Licht gesehen. Die im Land tiefsten Dunkels leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Jesaja beschreibt hier ein Licht und in den Versen ab Vers 5 beschreibt er dieses Licht. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeiten, Friedensfürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos. Meine Lieben, Jesaja prophezeit dieses Licht und dieses Licht ist Jesus Christus. In den dunkelsten Stunden vom Volk Israel sagt Jesaja, dass ein Licht kommen wird, dass ein neuer König kommen wird, ein König der Könige. Wenn in deinem Leben noch Dunkelheit ist, lass dieses Licht, lass Jesus Christus in dein Leben rein. Jesus Christus macht aus dunklen Sachen neue Sachen. Jesus Christus bringt in Dunkelheit Licht rein. Jesaja prophezeit dieses Licht. Und dieses Licht kommt auf die Erde und sagt zu dir und zu mir, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dass du das Licht dieser Welt bist. Irgendwie komisch, oder? Jesaja prophezeit dieses Licht und sagt, dass es Jesus Christus ist. Jesus geht auf dieser Erde und sagt, dass du dieses Licht bist. Und wenn wir uns Jesus anschauen, was hat Jesus für ein Leben geführt? Was hat Jesus für ein großartiges Leben geführt? Und Jesus ist ja ein Vorbild, oder? Und wisst ihr, was dann Jesus über sich selbst sagt? In Lukas 22, 27. Denn wer ist größer? Einer, der bei Tisch sitzt, oder einer, der bedient? Doch der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin mitten unter euch als einer, der bedient. Jesus, unser Vorbild, ein Diener. Ein Diener für andere Menschen. Ein Diener für die Menschen um ihn herum. Und wisst ihr was? Vielleicht ist es so, wenn wir Licht sein müssen oder können, dass wir vielleicht Menschen erst Nahrung für ihren Magen geben müssen, bevor wir ihnen erst Speise für ihre Seele geben können. Das heißt, Jesus hat es vorgelebt. Er hat Menschen da abgeholt, wo sie gerade gewesen sind. Lasst uns an die Sünder denken. Jesus saß mit ihnen am Tisch und hat mit ihnen gegessen. Und wer hat sich darüber aufgeregt? Die religiöse Elite. Hey, wir leben in einer Welt, wo alles schneller, höher sein muss. Wir leben in einer Welt, wo wir von Terminen auf Termine springen können. Wir können uns in Veranstaltungen rein investieren. Wir können in unserer Welt leben, in unserer christlichen Base leben und eine Sache vergessen. Die Menschen um uns herum. Mein letztes Jahr war sehr zeitintensiv. Neuer Job, zweites Kind, Hausrenovierung. Und ich hatte kaum Zeit und ich habe mir für dieses Jahr eine Sache vorgenommen. Die Menschen in meiner Nähe zu dienen, in meiner Nachbarschaft zu dienen. Vielleicht durch Gastfreundschaft, aber auch meine Familie zu dienen. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 16, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Was für ein Kontrast. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Jäger in der Rhön gesprochen, der sich mit Wölfen in der Rhön sehr gut auskennt. Und er hat mir erzählt, dass das Verhalten unter anderem von den Tieren sich verändert hat, seitdem die Wölfe in der Rhön sind. Die Tiere kommen entweder gar nicht mehr raus auf das freie Feld oder verstecken sich bis sehr spät in die Nacht im Wald und kommen nicht raus, damit die Wölfe sie nicht angreifen. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, hey, ich sende euch wie Schafe unter
die Wölfe. Eigentlich laufen Schafe vor Wölfe weg, wenn sie es überhaupt schaffen. Und Jesus will, dass wir rausgehen zu den Wölfen. Warum? Ich denke, Jesus will, dass wir aus einem dunklen Wölflein ein leuchtendes Schaf machen. Und dazu müssen wir raus zu den Wölfen. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Wir müssen raus und dahin gehen, wo Menschen Hilfe brauchen. Und ich möchte jetzt mal auf drei Punkte eingehen, was vielleicht uns erst davon abhalten kann, Licht zu sein. Und dann möchte ich auf biblische Punkte eingehen, auf biblische Beispiele, wo Menschen Licht gewesen sind, möchte zwei außerbiblische Schriftstellen dazu nehmen und auch noch ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. Aber erstmal zu den drei Punkten, was kann uns davon abhalten, Licht zu sein? Und in der Bibel, ich gehe da jetzt nicht sehr vertieft darauf rein, finden wir zum Beispiel Abraham. Wir können im 1. Mose 12 nachlesen, Abraham, es herrschte eine große Hungersnot. Und Abraham dachte, okay, ich gehe nach Ägypten. Und er nahm seine Frau Sarai mit. Auf dem Weg nach Ägypten passierte aber Folgendes. Er kam an und was machte er in Ägypten? Abraham, der viel mit Gott erlebt hatte, lügte aus Angst. Er gab seine Frau als seine Schwester aus. Und das Interessante ist, darum habe ich den Punkt auch genannt, familiäre Verhaltensmuster oder Charaktereigenschaften können uns davon abhalten, ein Licht zu sein. Weil Abraham wiederholte dieses Muster im 1. Mose 20. Er geht wieder mit seiner Frau und trifft Abimelech. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und da log er wieder aus Furcht und sagte, Sarai ist nicht meine Frau. Interessanterweise, sein Sohn, Isaac, wiederholte dieses Muster. Bei wem? Richtig, bei Abimelech, wo sein Vater das auch schon gemacht hat. Das ist so der erste Punkt, Beispiel Abraham. Der zweite Punkt ist Jakob und Esau. Was ist da passiert? Jakob betrug seinen Vater. Es hätte wahrscheinlich auch anders gelöst werden können. Da ging es um das Thema Erstgeburtssegen. Jakob verkleidete sich und bekam den Segen. Was passieren wir ein bisschen später? Was machten Jakobs Söhne? Jakobs Söhne täuschten den eigenen Vater und sagten, dein Sohn Josef, was ist mit ihm passiert? Ist tot. Wir sehen, dass Verhaltensweisen aus unseren Familien, wenn wir die nicht überprüfen, dazu führen können, dass wir als Christen auch versagen können. Das ist so der erste Punkt. Also versagen können, meine ich, dass wir ein Licht sind, dass wir ehrlich, dass wir offen sind, dass wir da, wo wir sind, positiv reagieren. Der zweite Punkt ist persönliche Eigenschaften beziehungsweise dein persönliches Umfeld. Ich habe mir hier einige Beispiele rausgeschrieben. Ich nehme das Beispiel 1. Könige 12. Ich gehe auch nicht darauf ein. Wir haben hier den Sohn von Salomo. Salomo ist gestorben und der Sohn Rehabim wird König. Und die Israeliten kommen zu ihm und sagen, hey, mach doch bitte eine Sache. Dein Vater hat uns mit harter Arbeit aufgelegt. Nimm diese harte Arbeit von uns weg. Wenn du das machst, werden wir dir immer dienen, dir immer treu und gehorsam sein. Und was macht der neue König? Er macht zwei Sachen. Er holt erstmal die alten Ratgeber von seinem Vater und fragt, hey, das Volk möchte, dass ich die Arbeit lockerer mache, was meint ihr? Und die alten Ratgeber sagen, hör auf das Volk, weil wenn du das machst, werden sie dir immer dienen. Okay? Er macht aber noch was anderes. Er holt seine Freunde aus seiner Jugend dazu und fragt, was soll ich machen? Und was sagen sie? Mach die Arbeit noch härter. Und wisst ihr was? Er hört auf seine alten Freunde aus seiner Jugendzeit.
schlechter Einfluss, weil wir sehen, was passiert. Es kommt zu einer Teilung. Das Volk Israel, darüber habe ich gesprochen vorhin, es kommt zu einer Teilung, es kommt zu inneren Konflikten, es kommt zu einem Auseinanderleben. Hier ist mir dann noch Sprüche 1,10 eingefallen. Wenn böse Menschen oder böse Buben dich locken, folge sie nicht. Welche Menschen hast du in deinem persönlichen Umfeld? Wer darf dein Ratgeber sein? Und der dritte Punkt ist, den ich notiert habe, sind kulturelle Umstände bzw. der kulturelle Wohlstand. Wir haben uns das Volk Israel angeschaut. Das Volk Israel, das durch einen Zeitgeist kopiert wurde, durch Wohlstand. Wir haben uns die Gemeinde in Laodicea angeschaut. Aber es gibt auch noch einen dritten Punkt, wo Kultur uns beeinflussen kann. Das ist Lot, 1. Mose 19. Hier sagt, ich mache es ganz kurz, Sodom und Gomorra sollen zerstört werden. Lot hört davon, geht zu seinen Schwiegersöhnen und sagt, geht mit meinen Töchtern und geht weg von hier. Und was machen seine Schwiegersöhne? Sie lachen Lot aus. Und die Frage ist, warum haben sie Lot ausgelacht? Lot war schon so stark in dieser kulturellen Stadt Sodom und Gomorra gefangen. Wir können uns anschauen, wie Sodom und Gomorra war, aber seine Schwiegersöhne haben nicht mehr geglaubt, weil das ein Verhaltensmuster von Lot war. Vielleicht hat er davor auch viele Witze gerissen, die es da so gang und gäbe waren. Deswegen haben seine Schwiegersöhne nicht mehr geglaubt, was der Herr gesagt hat. Welche Umstände in deinem Umfeld beeinflussen dich? Das sind so drei Punkte, die uns vielleicht davon abhalten können, dass wir Licht sein können. Ich möchte aber jetzt mal nachschauen in der Bibel mit euch, welche Beispiele gibt es, dass Menschen Licht sind? Und ich finde, das beste Beispiel ist immer noch das junge Mädchen aus 2. Könige 5. Das ist die Geschichte mit Naaman. Ich habe ja vorhin erzählt, das Volk Israel erlebt ein Déjà-vu, kommt wieder in die Gefangenschaft. Und da gibt es das junge Mädchen, da haben wir keinen Namen davon, die ist beim Naaman und dient die Frau vom Naaman. Für das junge Mädchen war es auch eine schwierige Zeit, ohne Familie in dieser Gefangenschaft zu sein. Und Naaman war ein tüchtiger Krieger, er war sehr berühmt, weil er sehr viel Erfolg hatte. Und es passierte Folgendes, dass Naaman einen Aussatz bekam. Es war für Naaman ein sehr schlimmer Umstand. Und das junge Mädchen aber erinnerte sich an Samarien und sagte dann zu der Frau, wenn Naaman nun da nach Samarien gehen würde, da gibt es einen Propheten. Und dieser Prophet wird Naaman sagen, was er machen muss, um wieder gesund zu sein. Dieses junge Mädchen hätte das nicht sagen müssen. Das junge Mädchen war alleine, es war in Gefangenschaft, aber in der dunkelsten Stunde leuchtete sie, dass ein anderer gesund wird. Wir können auch das Beispiel mit Ruth nehmen. Ruth, die Schwiegermutter Naomi, erlebt was, die Söhne sterben, der Vater stirbt, dann sagt die Naomi zu den zwei Schwiegertöchtern, geht weg, geht wieder zu eurer Nation, zu euren Müttern zurück, weil ich bin alleine, ich wurde bestraft, was wollt ihr noch von mir? Und wenn man das geschichtlich betrachtet, war es als Witwe damals sehr schwierig zu leben. Es war eigentlich ein sehr schlimmer Umstand. Es gab kein Sozialversicherungssystem, es gab niemanden, der sich um diese gute alte Frau kümmern könnte. Aber Ruth blieb bei ihrer Schwiegermutter. Und wir sehen, in den schwierigsten Stunden von der Schwiegermutter war die Schwiegertochter ein Licht und wurde dann zum Schluss noch gesegnet. Wir finden im Neuen Testament Beispiele. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 16 sehen wir Paulus und Silas ganz kurz, sind im Gefängnis, machen Lobpreis und auf einmal kommt es zu einem Erdbeben. Alle Gefangenen kommen frei und der Gefängniswärter wollte sich umbringen, weil er weiß, wenn das mein Chef hört, dann sind meine Stunden eh gezählt. Was machen Paulus und Silas, obwohl sie im Gefängnis sind? Dienen sie dem Gefängniswärter und sagen, hey,
alle Gefangene sind noch da. Die kommen zum Gefängniswärter ins Haus, erzählen davon Jesus Christus und die Familie vom Gefängniswärter bekehrt sich. Hey, was machst du in deinen schwierigsten Stunden? Woran denkst du? Paulus und Silas dachten an Dienen. Welche Beispiele gibt es noch vielleicht hier in der Gemeinde? Felix und Tanner haben vor ein paar Jahren, ich glaube, das war vor circa 2 Jahren, eine LKW-Aktion durchgeführt und haben mit Kleinigkeiten LKW-Fahrer eine Freude bereitet. Hier bei uns gibt es in der Gemeinde auch einen jungen Mann, der seine Freizeit geopfert hat für eine alte Frau und ihr ein Gartenhäuschen gebaut hat. Und ich möchte noch ganz kurz auf die 2 außerbiblischen Aussagen eingehen. In Alexandrien herrschte 339 nach Christus die Pest und da schreibt der Bischof, ich kann euch den Namen sagen, aber ich werde ihn falsch aussprechen, darum sage ich den nicht, ihr könnt nachher auf mich zukommen. Er schreibt, die meisten unserer Brüder nun schonten aus übergroßer Nächsten- und Bruderliebe sich selbst nicht und hielten zusammen, besuchten unbesorgt vor Ansteckung die Kranken, leisteten ihnen ausgezeichnete Dienste, pflegten sie in Christus und schieden somit jenen aus dem Leben, indem sie sich mit den Leiden der anderen erfüllten, die Krankheit von ihnen Nächsten auf sich lenkten und deren Schmerzen freiwillig auf sich nahmen. Und viele starben, nachdem sie andere in ihrer Krankheit gepflegt und gestärkt hatten, selbst den Tod jener auf sich übertragend. Die Heiden aber taten ganz das Gegenteil. Die, bei denen die Krankheit zum Ausbruch kam, stießen sie von sich, sie flohen von denen, die sie am meisten liebten und warfen Halbtote auf die Straße. So flohen sie vor der Ansteckung und Todesgemeinschaft, die zu vermeiden doch trotz aller Anstrengung nicht leicht war. Das war eine außerbiblische Aussage über die ersten Christen aus dem Jahr nach 339 nach Christus. Aber es gibt auch noch eine Aussage aus dem Jahr 140 nach Christus, die an den Kaiser Antonius Pius gerichtet war. Ich kannte den nicht, also wenn einer von euch den Kaiser kannte, ich kannte den noch nicht. Sie lieben einander, die Christen. Die Witwen missachten sie nicht. Die Waisen befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter ein Dach und freuen sich über ihn, wie über einen leiblichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht Brüder dem Leibe nach, sondern Brüder im Geiste und in Gott. Und hören sie, dass einer von ihnen wegen des Namens ihres Christus gefangen oder bedrängt ist, so sorgen sie für seinen Bedarf und befreien ihn womöglich. Und ist unter ihnen irgendein Armer oder Bedürftiger und sie haben keinen überflüssigen Bedarf, so fasten sie 2 bis 3 Tage, damit sie den Dürftigen ihren Bedarf an Nahrung decken. Meine Lieben, die ersten Christen damals haben eine Gesellschaft verändert. Wir sehen zum Beispiel, die ersten Christen, die Aposteln, haben ein Witwensystem eingeführt. Kannst du nachlesen, Jakobus. Als Witwe hatte man es danach einfach. Jesus hat das gesellschaftliche Bild über Frauen verändert. Meine Lieben, wo verändern wir heute als Christen unsere Gesellschaft, unsere Nachbarschaft, da wo wir sind? Ein großes Beispiel, ich habe angefangen, die Biografie von Georg Müller zu lesen. Georg Müller ist jemand, der bekannt ist mit seinen Waisenhäusern, die er gebaut hat. Ich finde die Biografie, ich kann die euch echt empfehlen, von Georg Müller sehr inspirierend. Er hat damals ein System auch verändert. Heute gibt es sehr viele Georg-Müller-Schulen in Deutschland. Und wenn ich so nachdenke, ich habe früher viele Großveranstaltungen in Würzburg unter anderem geleitet. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, da bin ich aus Kroatien zurückgekommen um 5 Uhr morgens, bin zur Arbeit gegangen, gleich direkt, habe nur 20 Minuten geschlafen. Und nach der Arbeit hatte ich in Würzburg direkt Termine wegen der Organisation, wegen den Großveranstaltungen. Wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich mir, vielleicht wäre es damals sogar auch besser gewesen, mehr Menschen zu dienen. Weil ich denke, wenn wir als Christen uns heute fokussieren, Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, auf unserer Arbeit zu dienen und für sie da zu sein,
dann werden wir sehen, wenn wir das Licht für andere Menschen sind, dass sich unsere Gemeinden füllen werden. Das haben wir in der Apostelgeschichte gesehen. Und ich glaube, und ich möchte auch dafür beten, dass es auch heute noch passiert, dass wenn wir da, wo wir Licht sind, dass Menschen mit Jesus Christus in Berührung kommen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich bin dir dankbar für das Leben, welches du gelebt hast. Ich bin dir dankbar, dass du das Licht in dieser Welt gewesen bist und dass du es auch immer noch bist, dass dein Licht nicht einfach ausgelöscht werden kann, weil du der König aller Könige bist und weil dein Reich größer und größer wird. Und Herr, ich bete, dass dein Wort auch uns berührt, dass dein Wort mich berührt und dass wir da, wo wir sind, praktisch Licht sein können. Und ich bete, dass du es uns zeigst, dass du unsere Augen aufmachst, dass du unsere Herzen aufmachst, uns Menschen zeigst in der Schule, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo wir praktisch Licht sein dürfen. Und ich bete, dass dein Wort Frucht trägt. Und ich bete, dass du uns in dieser Woche segnest und führst und leitest. Dein Wort, Herr, ist mächtig und kräftig und dein Wort verändert Menschen, dein Wort verändert Leben. Dafür bin ich dir dankbar. In Jesu Namen. Amen. Wir haben jetzt noch Abendmahl und der René kommt jetzt noch auf die Bühne. René, ich kann dir auch mein Mikrofon geben. Oder jetzt geht. Gut. Ja, vielen Dank, Markus. Wow, das. Ja, wir wollen jetzt noch das Abendmahl feiern, weil das, wenn wir Abendmahl feiern, ich habe mir gerade gedacht, was für ein Vorrecht es ist, zum Abendmahl eingeladen zu sein, weil da lädt niemand Geringerer ein als Jesus selbst, ja. Er lädt uns zu seinem Mahl ein, er lädt uns zu sich ein, ja, an seinen Tisch. Und wir können es lesen in Psalm 23, hast du auch gerade schon zitiert, dass Jesus sagt, ich decke euch einen Tisch im Angesicht eurer Feinde. Ja. Und ich habe mir überlegt, Jesus, was ist auf diesem Tisch? Ja, was stellst du da auf den Tisch eigentlich? Ist da ein Schweinebraten oder ich weiß nicht, oder Knödel oder sonst was, ja, was wir gerne essen. Und ich hatte so einen Eindruck, wie Jesus sagt, nee, da auf diesem Tisch ist mein Leib und mein Blut. Also Jesus hat ja diesen Tisch gedeckt für uns, indem er sich selber gegeben hat. Und er zu diesem Vorbild geworden ist, eben wie er sein Leben für uns gegeben hat. Und er ist zum Licht für uns geworden dadurch, damit wir überhaupt Licht in unseren finstersten oder in unserem finsteren Leben, ich weiß, mein Leben war früher absolut finster, das war so düster, ich habe einfach überhaupt nicht mehr gewusst, wohin ich überhaupt noch gehen soll in meinem Leben, weil ich überhaupt keine Perspektive gesehen habe. Aber als Jesus gekommen ist, auf einmal habe ich das Licht gehabt, ja, und ich wusste, wo mein Leben hingehen soll. Und ich glaube, wir müssen das Abendmahl wirklich aus diesem Blickwinkel sehen, das, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen möchte ich, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, die Bibel sagt, wir sollen uns bereiten. Ja, weißt du, wenn du eingeladen wirst irgendwie zum tollen Essen oder von irgendjemandem, von einer besonderen Persönlichkeit oder wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann gehst du nicht einfach im Schlafanzug dahin, ne? Meistens nicht, oder? Also heutzutage gibt es alles Mögliche, ja. Aber wenn du so ein bisschen Anstand, sage ich jetzt mal, hast oder ein bisschen, dann bereitet man sich vor, ja, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen, vielleicht kaufst du sogar neue Klamotten extra, weil du irgendwie dich vorbereiten möchtest, für diesen Anlass einfach auch bereitet zu sein und dahin zu passen. Und tatsächlich hat Jesus auch das einmal in einem Gleichnis gesagt, von einem Hochzeitsmahl, dass der König
für seinen Sohn die Hochzeit feiern wollte und die Leute eingeladen hat und die kamen dann auch. Und dann entdeckt er jemanden, der hatte nicht das Richtige an. Ja? Und sagt, hey, wieso hast du kein Hochzeitskleid an? Und damals, das muss man jetzt noch wissen, die Hochzeitskleider wurden vom Gastgeber zur Verfügung gestellt. Ja? Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wurdest, dann musstest du dir nicht selber was kaufen, sondern der Gastgeber, der eingeladen hat, hat dir die Hochzeitskleider zur Verfügung gestellt. Das ist doch auch praktisch, gell? Muss man sich gar nicht viel Gedanken machen, aber man musste eben diese Kleider vom Gastgeber anziehen. Und ich habe mir gedacht, was für ein Bild. Und wenn Jesus uns zu seinem Tisch einlädt, ja, und zu seinem Mahl, dann will er dir auch die Kleider oder das richtige Gewand, die richtige Haltung oder ich sage jetzt mal das richtige Herz zur Verfügung stellen. Er, sagt die Bibel, hat den Preis bezahlt, damit du von all deiner Schuld und Sünde, das was uns Menschen von Gott getrennt hat, dass du davon gereinigt und reingewaschen bist. Und es war sogar eben so, du konntest, und das ist ein Bild darauf eben, dass du nicht selber einfach sagst, ich komme jetzt einfach so, wie ich bin, zu Gott und der muss dann schon irgendwie zufrieden sein. Oder du kannst auch nicht selber dir was an, einfach drüber ziehen oder das irgendwie überdecken, deine Schuld oder irgendwie dich anstrengen oder irgendwie mit eigener Leistung das wegbringen. Nein, du kannst nur vor Gott bestehen, indem du dir die Schuld von ihm wegnehmen lässt, indem du sein Opfer, das, was er für dich getan hat, anerkennst und ehrst und dich dem unterordnest auch und sagst, Jesus, ich erkenne dich an als meinen Retter. Ich erkenne an, dass ich verloren bin, dass ich keine Chance habe, vor dir bestehen zu können. Ich muss mir von dir dieses reine Hochzeitskleid schenken lassen. Ja? Und das kostet auch gewisse Demut, ja, dass wir uns was schenken lassen, aber Gott möchte dir dieses Kleid schenken, ja, und er möchte dich bereit machen, ja, und deswegen sollen wir uns überprüfen, Herr, haben wir das reine Hochzeitsgewand, was du uns schenken willst, haben wir die Erlösung, haben wir das Blut Jesu für unser Leben schon selber ganz persönlich angenommen, dass wir, wenn wir vom Herrn, vom obersten König, vom König der Könige zu seinem Tisch eingeladen werden, dass wir dahin passen. Ja? Und die Bibel sagt tatsächlich, wir sollen uns überprüfen, bevor wir das Abendmahl einnehmen. Und ich möchte jetzt einfach beten. Und am besten ist, wenn du auch betest, wenn du Gott sagst, Herr, ich will jetzt zu dir kommen oder vielleicht sagst du auch gleich, ich will gar nicht daran teilnehmen an diesem Abendmahl, weil ich das noch gar nicht verstehe, was das überhaupt bedeutet. Und es ist auch gut, das soll auch freiwillig sein. Jeder soll nur teilnehmen, der das wirklich auf dem Herzen hat. Das ist jetzt kein Massending, wo es heißt, es müssen alle mitmachen. Nein, das ist ganz persönlich jetzt zwischen dir und Gott. Aber ich möchte jetzt beten und dass du dich überprüfst, dass du sagst, Gott, wenn da irgendwas zwischen mir und dir steht, dann will ich das jetzt vor dich bringen. Und wenn du sagst, Herr, ich will an diesem Mahl teilnehmen, ich will ein Teil von dir sein, ich will mich einladen lassen von dir, weil er lädt uns tatsächlich in seine Gegenwart ein, diesen Bund mit ihm, diesen ewigen Bund mit ihm zu haben. Und wenn du das haben willst, dann beten wir gleich noch zusammen, dass Gott wirklich in dein Leben kommt, dass Jesus in dein Leben kommt und dir die Schuld wegnimmt und dir dieses reine Hochzeitskleid, das er dir schenken will, ja, dass er es dir drüber zieht und sagt, so, jetzt passt du, ja, jetzt passt du auch zu mir, jetzt passt du zu meinen Einladungen und du passt zu meinem Hochzeitsfest und ja, Hochzeitsessen auch. Und ich möchte jetzt erstmal beten, Herr Jesus, ich danke dir erstmal so, dass du uns einen Tisch deckst, dass du uns einlädst, dass du uns rufst. Du hast sogar gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr
voller, ja, die ihr beladen seid, die ihr, ja, die ihr voller Schmerzen seid oder die ihr wirklich bedrückt seid und niedergeschlagen seid. Kommt alle her zu mir. Ich will euch Ruhe und ich will Frieden euch schenken für euer Herz. Und Jesus, nur du bist wirklich der wahre Friede in dieser Zeit, Herr. Du bringst wahre Ruhe in unser Leben hinein. Und Jesus, auch wenn es tatsächlich so ist, du bist dieser schmale Weg, Jesus. Aber Herr, wir erkennen, so wie die Jünger es damals erkannt haben, nur du hast Worte ewigen Lebens und nur du kannst ewiges Leben schenken. Und Herr, wir wollen uns jetzt prüfen. Und Herr, wir wollen alles ablegen, was zwischen dir und uns steht. Wir wollen an deinem Mahl teilnehmen. Wir wollen Teil von dir sein, Jesus. Wir wollen mit dir speisen. Wir wollen dir ganz nahe sein. Und Herr, vergib uns alles, wo wir Menschen nicht geschätzt haben, wo wir einfach auch Sünde in unserem Leben haben. Herr, wir bringen das vor dich, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns reinwäschst durch dein Blut. Und Herr, und ich danke dir jetzt, dass du auch hier bist, um all denen zu begegnen, die dich noch gar nicht wirklich kennen, Herr. Dass du in ihr Leben hineinkommen möchtest. Und ich möchte jetzt ganz kurz fragen, wenn du sagst, ja, ich habe noch nie wirklich so ganz bewusst Jesus als meinen ganz persönlichen Retter und Erlöser in meinem Leben anerkannt. Ich habe ihm noch nie gesagt, komm in mein Leben, mach du mein Leben neu. Ja? Oder ich habe noch nie ganz bewusst mir diese Schuld und durch das Blut Jesu vergeben lassen. Ja? Und wenn du heute hier bist, sagst, ja, ich will aber heute einen klaren Punkt machen, ich will eine klare Entscheidung treffen, sagen, Jesus, ich glaube an dich und ich vertraue dir, dass du mein Retter bist, dass du meine Schuld, meine Sünden an deinem Kreuz getragen hast, dann kann heute dieser Punkt sein, ja, oder dieser Zeitpunkt sein, wo Jesus kommt und sagt, ja, dann schenke ich dir jetzt auch dieses reine Kleid, ja, dass du ein Teil von mir sein kannst, dass du zu meinem Tisch, dass du da genau hinpasst in die Gemeinschaft mit mir, ja. Und ich, vielleicht lassen wir mal bleiben wir mal in so einer Gebetshaltung, vielleicht die Augen geschlossen. Und ich frage einfach, ist jemand hier, der sagt, ja, ich will heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich will sagen, Jesus, ich gebe dir heute mein Leben hin, weil ich sehe, wie du dein Leben für mich hingegeben hast. Und vielleicht, ja, und ich frage einfach, wenn du das tun willst, wenn du sagst, ja, das habe ich eigentlich noch nie so ganz bewusst gemacht, mein Leben Jesus hingegeben, dann, und du das jetzt heute tun möchtest, dann heb einfach mal deine Hand hoch, als so ein Zeichen, dass du dich dafür entscheidest, ja, als ein Zeichen vor Gott, aber auch vor Menschen, ich gucke jetzt rum, also wenn du das willst, dann heb einfach mal deine Hand und danke dir, ja, ist da noch jemand? Heb einfach mal die Hand hoch. Das ist, jawohl, super, danke dir. Danke dir. Ist noch jemand da? Weil es ist so wertvoll. Weißt du, wenn Jesus kommt, dir die Schuld zu vergeben und dich kleidet in ein reines Gewand, dass du dann, dass er dich reinmacht, dass du zu ihm kommen kannst, ja, als dein Kind, als sein Bruder und Schwester, ja, als ein Teil von ihm. Halleluja. Okay, ich habe einige Hände gesehen und lasst uns das zusammen beten. Und ich lade euch ein, alle, die jetzt, die das vielleicht schon längst gemacht haben, die schon längst eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber wollen wir die begleiten, die jetzt sich gemeldet haben, wollen wir mit ihnen beten? Ich lade euch ein, einfach jetzt mitzubeten. Vielleicht können wir zusammen mal aufstehen. Halleluja, Jesus. Weil das echt ein ganz besonderer Moment ist, wenn Menschen ihr Leben Jesus hingeben. Ja? Da passiert das allergrößte Wunder, nämlich dass Jesus ein Leben neu macht, ja? Und reinwäscht von aller Vergangenheit und eben dieses reine Kleid uns angezogen wird. Jesus, ja, ich bitte euch, dass ihr das einfach, das Gebet
einfach hinterher betet, wenn ihr das mitbeten könnt von ganzem Herzen. Lieber Herr Jesus, du bist der Retter. Du bist der Erlöser. Und ich glaube an dich, dass du meine Schuld und Sünde getragen hast. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich gebe es dir hin. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Dass du dein Blut vergossen hast. Dass meine Schuld und Sünden weggewaschen sind. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Und ich will dir folgen. Mein ganzes Leben. Und ich danke dir jetzt, dass du mich reinwäschst. Dass du mich bekleidest mit einem reinen Kleid, das zu dir passt. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist wirklich das allergrößte Wunder. Und jetzt wollen wir, ihr dürft euch noch mal setzen, wir wollen jetzt das Abendmahl austeilen. Und wenn du, wir machen es heute eben wieder wie früher, könnt ihr euch noch erinnern, vor Covid, vor Corona, da wurde das Abendmahl ausgeteilt, ja. Ja, wir haben auch ein paar Diener, die zu euch jetzt kommen. Und wenn ihr dran teilnehmen wollt, dann nehmt euch jetzt Traubensaft und Brot. Oh, danke schön, ja. Und wenn ihr nicht dran teilnehmen wollt und das nicht auf dem Herzen habt, ist auch okay. Das ist wirklich zwischen dir und Gott. Aber wir wollen das jetzt gemeinsam feiern, ja. Unseren Herrn Jesus, der uns einlädt zu seinem Tisch. Und er sagt, auf meinem Tisch, da liegt mein Leib, den ich für euch hingegeben habe. Und er hat ihn nicht einfach hingegeben, so als Symbol, damit wir schöne religiöse Symbolik haben, sondern er hat es getan, um unsere Schmerzen, um unsere Krankheiten auf sich zu nehmen. Halleluja. Damit wir geheilt sind. Darum hat es Jesus getan, auch für uns körperlich, seelisch, dass wirklich wir Heil erleben. Halleluja. Und ich glaube, jedes Mal im Abendmahl, dass Gott Heilung schenkt, jedes Mal, wenn wir, nicht nur im Abendmahl, aber weil wir uns das da nochmal bewusst machen. Jesus hat die Krankheiten und Schmerzen auf sich geladen. Und es heißt sogar, er hat sie weggenommen. Und wenn er sie weggenommen hat, dann sind sie weg. Amen. Ich sage es, aber ich spüre es immer noch. Ja? Und ja, das sind die Symptome. Aber eigentlich hat Jesus die Krankheiten schon weggenommen. Und es ist gut, wenn wir ihm glauben und vertrauen und daran festhalten, sagen, Jesus, durch deine Wunden bin ich geheilt. Und ich sage euch, ich könnte so viele Geschichten erzählen, wo ich das wirklich erlebt habe, wo ich einfach, indem ich daran festgehalten habe, Schmerzen und Dinge, die in meinem Körper in einem Moment noch da waren, im nächsten Moment waren sie weg. Halleluja. Das ist einfach Gottes Gnade. Und natürlich, wir nehmen dann auch den, wir haben hier Traubensaft, damit niemand irgendwie alkoholisch in Versuchung kommt hier oder Rückfälle hat oder sonstig was. Wir haben Traubensaft, aber es ist die Frucht der Traube, ja, oder der Saft aus der Traube. Und es ist, Jesus hat auch sein Blut nicht nur symbolisch für uns gegeben, sondern es ist die Kraft im Blut Jesu Christi, die uns reinwäscht von aller Schuld und Sünde. Und wenn wir, und wir tun das heute im Glauben, ja, wenn wir das zu uns nehmen, dass wir glauben, dass dies Jesus für uns ganz persönlich gemacht hat. Und ich glaube, wir sind langsam schon fertig. Wir warten noch auf die Diener. Es ist doch super, dass wir heute so wunderbare Diener haben, also so, oder die uns bedient haben am Platz.
Es ist wie bei der Deutschen Bahn in der ersten Klasse, ja. Da wirst du auch am Platz bedient, ja. In der zweiten Klasse geht es nicht. Ja. Deswegen bei Gott ist erste Klasse, ja. Okay. Okay. Wir warten noch ganz kurz, ja, dass alle dabei sind. Das ist übrigens ja auch wichtig. Das hat Paulus bei den Korinthern auch bemängelt, die einen fangen schon an zu essen, die sind schon satt, für die anderen bleibt gar nichts übrig. Ja, das geht nicht. Wir feiern auch die Gemeinschaft miteinander. Hey, wir sind ein Leib. Wir sind der Leib Jesu Christi. Und Jesus, ich danke dir jetzt echt für die wunderbaren Menschen, dass wir jetzt gemeinsam zu deinem Tisch eingeladen sind, dass wir zu dir eingeladen sind, Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ja, wir ehren dich, Jesus. Wir lieben dich. Wir geben dir unseren Lob, unsere Anbetung, Jesus. Herr, wir öffnen jetzt unser Herz für dich. Jesus, danke, dass du für alles, was du für uns getan hast, Herr, dass du deinen Leib für uns hast zerschlagen lassen, so brutal zerschlagen lassen, dass du diese Peitschenhiebe und diese Geißelungen auf dich genommen hast, damit wir geheilt sind, damit wir befreit sind von dem Fluch der Krankheit und von Schmerzen. In Jesu Namen steht geschrieben, du bist selber zum Fluch für uns geworden, dass der Fluch von unserem Leben gebrochen ist, in Jesu Namen. Und Vater, im Namen Jesu, ich breche jetzt auch den Fluch von Krankheit über jeden Körper, der hier zugegen ist, Herr, im Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass wir durch die Wunden von Jesus geheilt sind. Und dafür danke ich dir jetzt, Jesus, dass du das bewirkt hast und schon vollbracht hast und dass wir es jetzt auch empfangen dürfen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wow. Das Wort Gottes hat nichts an Kraft verloren, ja. Deswegen empfang das jetzt einfach. Und das Blut Jesu, sagt die Bibel auch, hat nie an Kraft verloren, ja. Und das Blut hat das Allergrößte bewirkt, was es nur auf Erden gibt, nämlich dass ein Mensch vom Tod zum Leben kommen kann. Denn eigentlich, sagt die Bibel, sind alle Menschen erstmal, sie leben zwar und sind trotzdem tot, ja, weil sie getrennt sind von Gott, weil wir getrennt waren von Gott. Alle Menschen waren Sünder oder sind Sünder, sagt die Bibel. Und alle brauchen die Gnade und Vergebung durch Jesus. Und deswegen sind wir so dankbar, dass er, Halleluja, oh ja, super, die tollen Leute vom Kindergottesdienst sind auch mit dabei im Abendmahl. Super, dass sie auch dabei sein können. Herr, wir danken dir jetzt für dein Blut, dass du dich nicht verschont hast, dass du dich nicht zurückgehalten hast, dass du nicht gesagt hast, das ist mir jetzt aber doch eine Nummer zu viel, das ist mir zu krass, ich gebe nur bis zu einem bestimmten Punkt, sondern du hast alles gegeben, Jesus. Und Herr, dafür danken wir dir. Wir wollen dich lieben, für immer, Jesus, wollen wir dich lieben, dir nachfolgen. Und danke für dein Blut, und dass es uns freigesetzt hat, uns gereinigt hat, damit wir Kinder Gottes sein können. Amen. Halleluja. Lass uns Jesus mal einen ganz großen Applaus. Halleluja. Ja, wir sind am Ende von unserem Gottesdienst. Wir beten noch hier vorne. Wir haben ein Gebetsteam auch hier vorne. Wenn du noch Gebeten empfangen möchtest,
Ach ja, eine Sache habe ich noch. Die Un hat einen Schrank, ein Bett, eine Waschmaschine und was noch? Und einen Schreibtisch abzugeben. Diese Woche, weil sie zieht um oder aus oder irgendwie, sie muss das Zeug aus ihrer Wohnung raus. Wenn jemand sowas braucht, winkst du mal mit der Hand, dann komm zu ihr, Halleluja, und klär das mit ihr. Ansonsten wünsche ich jetzt euch Gottes Segen. Wer noch Gebet empfangen möchte, wir sind noch hier als Gebetsteam. Ansonsten habt eine starke Woche und seid, ihr seid das Licht. Amen. Wow. Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der Biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert, oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.